Morten ist ein starker Kerl und er hat die Modezeitschrift Vogue im Abo. Mode und Muckis, für seinen Job braucht er beides. Fotografie ist immer auch ein ganzes Stück Handwerk. Es ist ja auch eine Ausbildung im Normalfall. Ich glaube, primär muss man das machen wollen auf jeden Fall. Sich nicht davor scheuen, dass man irgendwann als Freiberufler endet, weil es gibt eigentlich keine festangestellten Fotografen mehr. Man sollte einigermaßen gut reden können, gut mit Leuten umgehen können, weil man letzten Endes immer auf den Kunden angewiesen ist, immer auf Menschen, die einem die Aufträge geben. Morten, bin ich richtig hier? Ja, genau. Hi. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Franziska, ich hoffe, genau. Okay, dann machen wir mal einen Lichttest. Morten hat vor kurzem sein Fotodesignstudium an der Hochschule München abgeschlossen. Jetzt will er in die weite Welt ziehen, denn bei Fotografen zählt vor allem die praktische Erfahrung. Ich werde jetzt im Frühjahr für 2 Monate nach Kapstadt gehen mit einem Freund, dort produzieren und assistieren. Also am Anfang ist man immer noch ein Mitassistent, arbeitet noch mit, um letzten Endes bei guten Fotografen noch so die Erfahrung zu sammeln und einfach dazu zu lernen, was auch auf so einem Shooting schiefgehen kann, was eine ganze Menge ist. Zum Beispiel mit der Technik oder dem Zeitmanagement. Und dann sind schnell ein paar 10.000 Euro im Eimer. So viel kann ein mehrtägiges Werbeshooting locker kosten. Morten möchte später in Richtung Modewerbung gehen. Und die darf auch mal provozieren, findet er. Am Schönheits- und Schlankheitswahn vieler Frauen ist sein Berufsstand aber nicht schuld, glaubt er. Ich habe zum Beispiel letzte mit Modedesign-Studentinnen, die mussten eine 48 für den Typen schneidern. Ich hätte viel lieber eine 52 gehabt. Weil ich sage, ich hätte gerne einen markanten, muskulösen Typen. Aber dann brauchst du halt jemanden, der die Größe hat, weil du hast die Mode in der Größe. Und es funktioniert nicht anders. Es ist auf die Größe ausgelegt und damit brauchst du auch die entsprechenden Leute. Also der Schritt beginnt bei der Mode, bei den Leuten, die es machen. Der Fotograf kann da nichts mehr dran ändern. Was bringt es denn, wenn das Model nicht in die Klamotten passt? So, auch, dass du auch mal einen Eindruck kriegst, wie es ausschaut. Nach dem Shooting lädt Morten die Bilder sofort in seinen Laptop. Kundin Franziska kann sich die schönsten gleich selber aussuchen. Der Kunde hat immer das letzte Wort. Er gibt das Geld dafür aus.